Letztes Mal haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was haben wir mit dem Drink gemacht, mit dem Classic. Jetzt willkommen in der Marktforschung. Wir möchten euch an dem spannenden Prozess teilhaben lassen, wie entwickelt man ein neues Produkt. Als erstes müssen wir wirklich verstehen, wer konsumiert dieses Produkt und warum konsumiert es. Auf der Autobahn, in der Arbeit, wo kauft ihr das? Das wollen wir genau verstehen. Der zweite Schritt, wir wollten wirklich wissen, okay, wie sieht denn der Preis aus oder wie kann denn der Preis aussehen? Ist es attraktiv genug oder nicht? Ist jetzt mit den neuen Verpackungsmöglichkeiten, gefällt man das Produkt oder nicht? Der dritte Teil ist es, okay, wir haben wissen, wer das konsumiert. Wir wissen, wie das Produkt dann auszusehen hat und jetzt der Geschmack. Also viel Tester, um zu schauen, ob das Produkt gut ist. Und am Ende hat man ein genialen Marktforschungsergebnis und hoffentlich auch gute Produkte. Die Spannung ist auf jeden Fall da, hoffentlich auch bei euch. Wir haben euch wirklich lange genug auf die Folter gespannt jetzt. Und im nächsten Video geht's richtig zur Sache.